Das ist wahr. Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. So, die gehen jetzt erstmal Patrouille hier oben. Meine erste Armee. Die erste Defensivarmee. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Sehr todesmutig. Ich habe einfach den Mega-Vorteil, dass ich so unglaublich viele Güter hier habe. Nur für mich. Eine Nachricht der Ratte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Bepös angelegt und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Ja, mal sehen. Mal sehen, ob die Defensive hält. Wenn sie so kommen, auf jeden Fall. Ich meine eigentlich von denen hier. Dann lasse ich hier noch welche patrouillieren, dann müsste es eigentlich dicht sein. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir werden überfallen. Ich glaub's hält. Wir müssen ja bloß die Bogenschützen erstmal loswerden, weil die müssen eigentlich durch die hier besiegt werden. Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Das werden wir, glaube ich, noch häufiger hören. Nun, das wird die Defensive hier. Und danach werde ich alle für den Angriff schon mal aufbauen. Eine Nachricht der Ratte. Habt ihr Angst? Reiter da hoch. Die Streitmacht von dem Püs wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Abwarten. Ich werde schon fast zum Angriff gehen. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Püs wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Er ist auf jeden Fall nicht der Hellste, weil ich gehe schon den Angriff über. Aufstocken. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Oh, das ist aber eine schöne Armee. Wenn sie zusammen ankommen, dann sind sie schon nicht ungefährlich. Das könnte jetzt aber übel werden. Lass ihn mal tun. Ach, was soll's. Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Und dann bleiben sie stehen, keine Ahnung warum. Ich hätte euch vernichten sollen. Ein erträglich. Eine Nachricht der Ratte. Womit? Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Das Gute ist, jetzt kommt meine Zeit. Brauche ich in die Unterkunft gehen? Natürlich nicht dahin, wo ich's will, denn überall sind Leute im Weg. Da könnte ich sie dann hinbauen. Ich brauche die einfach nur, um dann ein paar Streitkämpfer zu haben. So,
War vielleicht eine schlechte Position. Das ist wahre Macht. Ah, wir sind halt drin rumlaufen, ist mir auch egal. Reichen. Das Volk huldigt euch, Sire. Ach, lass mal so. Das Volk huldigt euch, Sire. Mit den nächsten 50 greifen wir dann auf die... Oder... Ja, um die 50 kann ich dann angreifen. Meine Defensive steht erstmal. Ich habe schon wieder die ersten zum Angriff. Vielleicht soll ich mein Vorratslager gleich noch ein bisschen ausbauen. Wir werden überfallen, das nicht dort platzieren, mein Lord. Mehr darf ich nicht haben. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Es hängt ein bisschen damit zusammen, wie viele Betriebe ihr habt. Oder wie viele Bauern. Ich weiß es nicht. Beim Kornspeicher hängt es an den Bauern. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Für Angriffe. Ja, das geht uns relativ schnell, wenn der erste weg ist. Wir haben leider jetzt gerade weniger zu tun. Wir folgen euch, Herr. Dem hier geht schon schlecht, aber das macht nichts. Selbst wenn die hier hochkommen, mein Herr? Bis sie die Bogenschützen platt haben, Lanzenkämpfer sind natürlich die stärksten. Andere für sich sind die, sogar schwächer als ein Bogenschütze. Weil von der Entfernung, wenn der Bogenschütze zweimal trifft und dann, wenn es dann in den Nahkampf geht, ich glaube, dann verliert der Lanzenkämpfer trotzdem. Bin mir nicht ganz sicher, aber Bogenschützen sind einfach schon viel stärker als Lanzenkämpfer. Für mich sind Lanzenkämpfer einfach eine reine Opfereinheit. Oh, guck mal, wir werden angegriffen. Da unten kommt ein schwarzer Faden. Und ein lila, ne? Eine Nachricht der Ratte. Nun seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Ja, ich schaudere. Ich schaudere. Wir ziehen mal ein paar raus, bevor die ankommen. Nur so als Unterstützung. Die bewegen sich schon wieder nicht mehr, oder? Eine Nachricht. Ich weiß nicht, warum die es nicht tun. Nun seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Ja. Ich schaudere, ich schaudere. Eine Nachricht der Ratte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Betrüß angelegt. Und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Hast du nicht mal einen richtigen Namen? Betrüß klingt so scheiße. Obwohl in der Version von der Demo von Age of Empires 2 gab es ja auch einen Spieler, der hieß Lord Henry Percy, der Grüne. Ganz grün und rot, ich habe vergessen, wie der rote hieß. Ah, den sein Namen fand ich schon irgendwie cool. Eine Nachricht der Ratte. Unverschämter Flegel! Ich werde abstechen. Mit Vergnügen ein Ende bereiten. Lamen Asra. Erkab mit Lavie. Ja, das war's. Al-Farasutadu. Lamen Asra.
So, in der Zeit haben wir auch nicht Geld gesammelt. Eine Nachricht der Ratte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Bepös angelegt und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Ich dachte, das war's schon. Aber dann greift er mich doch noch mit seiner Mega-Armee an. Wenn jetzt alle Schwertkämpfer wären, das wäre echt ein Problem. Das ist wahre Macht. Ich weiß nur immer nicht, wen er meint. Meint er uns mit wahrer Macht oder die Gegner, die angreifen? Er schießt auch gleich unser Bergfried mit. Der Bergfried schießt die ganzen Pflanzenkämpfer weg. Hoffe ich zumindest. Ja doch. So, wieder auf 70 aufstocken. Soll mein Bauern an nichts mangeln? Alle paar Jahre kaufe ich frisch für sie ein. Was haben wir denn jetzt? Ach, das reicht eigentlich für einen Angriff. Kann ich mit Streitkolbenkämpfern anfangen? Ein erträglicher Verlust. Ach, da oben war es, genau. Ich habe gerade Platz der Streitkolbenkämpfer gesucht. Ja, Herr. So. Wir greifen an. Haben wir wenigstens einen, der uns weniger angreift? Wir brauchen ihn ja bloß erstmal festsitzen. Wir werden überfallen! Ich frage mich immer noch, wie er schafft, so viele. So viel Güter ranzuschaffen. Der hat hier kaum was. Allerdings sind seine Einheiten auch sehr, sehr billig. Darf man nicht vergessen. Pflanzen kosten fast gar nichts. Schau mal, was kostet eine Lanze? Oh ja, 20 Gold. Wenn du sie kaufst. Und dann nochmal 8. 28 kostet ein Lanzenkämpfer. Ist echt billig. Oh, haben sie einen umgebracht, aber ist egal. Eine Nachricht der Ratte. Nun seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Ich sehe es. Zum Ofen. Alfa Resultate. Ach, er hat sogar Türme, ist er da in der Türme. Ein einzelner kleinen Turm. Eine Nachricht der Ratte. Nun seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Einfach mal rumreiten. Machen wir Streitkolbenkämpfer. Ja, Herr.
Die kommen auch nicht mehr zusammen, fällt mir gerade so auf. Also nicht mehr vollkommen. Die haben sich ein bisschen aufgesplittet in den Angriffen. Das macht sie natürlich noch schwächer. Aber sie ist ja für uns gut. Je weniger mit einmal kommen, umso leichter haben wir es.